Moin Leute, heute ist Tag 10, das heißt für uns Abreise. Wir fahren wieder ab nach Hause. Wie man im Hintergrund sehen kann, sind wir schon auf dem Autozug und schon wieder unterwegs, beziehungsweise wir sind jetzt gerade losgefahren. Das andere Auto mit meiner Frau, meinem Sohn, meiner Schwägerin und meinem Schwiegerschwager steht jetzt leider noch hier. Die fahren mit dem nächsten Zug, in der Zeit gehen wir auf der anderen Seite schon mal tanken. Und dann geht's weiter und ja. Wir fahren rückwärts. Yay, super. Ja, mal gucken, was ich jetzt noch so aufnehme. Ich denke, weiß nicht, könnte sein, dass wir noch nach Dammerberge gehen, weil wissen wir aber noch nicht. Ich denke, spätestens dann sehen wir uns wieder. So, das war auf jeden Fall schon mal der Autozug. Jetzt gehen wir mal eben tanken und warten auf die anderen und dann geht's weiter. Getankt haben wir, Pipi waren wir, die anderen sind auch da. Jetzt geht's weiter. Riesen Supermarkt, wie ihr gesehen habt, wo man selbst gigantische Toblerone kaufen kann. So ähnlich wie bei Real, also von der Art des Supermarktes her, jetzt nicht die riesen Toblerone. Und was kaufen wir? So einen kleinen Trecker für unseren Sohnemann. Thank you.
Tankstelle nach der anderen hier. So ein Dreck. Und noch eine Baustelle. Da mal Berge, ne, da hinter mir. Frozen Rookie und ich haben noch mal eben Cash geholt. Flaschenpost ans Meer hieß der. Richtig schönes Foto davon gemacht, also richtig schöne Flasche mit einem Etikett drauf und einem Leuchtturm. Und mal gucken, vielleicht stelle ich das rein. Mal schauen, ob ich damit nicht zu viel spoiler. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Bis später. Wir sind wieder zu Hause, wie man sieht, war ein geiler Urlaub, einiges davon habe ich ja auch aufgenommen, ich hoffe euch hat es auch gefallen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wäre klasse, wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen und teilen wäre natürlich super, damit dann natürlich noch mehr sehen, ne? Ja, wir haben einiges gesehen, wir waren in List, wir waren im Westerland, wir haben uns den Surf Cup angeguckt. Am Strand waren wir, ich glaube ein Sonnenuntergang war auch mit dabei. Ja, einiges war jetzt mit dabei, ne? Wenn ihr die anderen Videos nicht gesehen haben sollt, guckt es euch mal an, das ist echt sehenswert. Die Buggy-Tour haben Frozen Rookie und ich jetzt nicht gemacht. Es ist wirklich ein bisschen sehr teuer und es war auch gar nicht die Zeit dafür. Theoretisch haben wir immer noch nicht alles gesehen, also es geht noch so viel mehr. Und das auf so einer kleinen Insel, die gerade mal 40 Kilometer lang ist, von oben bis nach unten. Also, Wahnsinn. Sehr empfehlenswert. Das war jetzt natürlich nicht alles, also in Zukunft werden mit Sicherheit noch weitere Geocaching-Videos kommen. Dann aber nicht mehr auf Sylt,
Vielleicht irgendwann mal wieder, aber die nächsten werden dann wohl eher in Heimatnähe etc. sein. Mit Let's Plays wollte ich eigentlich demnächst mal anfangen. Mal gucken, was ich da so mache. Ich denke, ich starte erstmal mit ein paar älteren Spielen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!